Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich euch wieder ein Produkt von BenQ vorstelle. Ich packe es jetzt mal mit euch aus. Ich habe nämlich gerade den Karton gekriegt und ich meine, dass man mal so grob eine Vorstellung kriegt. Es ist riesig, das Ding ist riesig. Ich habe die BenQ Wit gekriegt, E-Reading Lamp, weil ja dieses BenQ Screenbar Video so toll war und allen so gut gefallen hat, hat mir BenQ jetzt diese Wit geschickt. Und ich dachte mir nämlich eigentlich einmal, ich packe diese Screenbar, wenn es für einen PC nichts taugt, zum Lötplatz rüber. Aber sie ist echt gut. Sie ist wirklich gut. Also sie läuft mittlerweile echt mehr wie das Hauptlicht. Also habe ich keine Lampe für den Lötplatz. Und dachte ich mal, schreibt mir mal BenQ an. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, sollen Sie mir mal eine neue Lampe schicken. Und zwar diese Wit. E-Reading Lamp, die macht scheinbar ein ganz breites Licht und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie gut sie wird. Wir werden es sehen. Und da packe ich die auf den Lötplatz, weil dann habe ich da mal ein vernünftiges Licht. Und weil dieser Karton so unglaublich klein und übersichtlich ist, packe ich den jetzt mal mit euch schnell aus, damit ihr mal seht, was da drin ist. In der Zwischenzeit sage ich noch das Übliche dazu. Ich habe die Lampe gratis von BenQ gekriegt. Es handelt sich also um eine Produktplatzierung. Oh Gott, das Ding ist richtig schwer. Es ist richtig schwer, das Teil. Es handelt sich also um eine Produktplatzierung. Ob ich eine Kaufempfehlung gebe, weiß ich noch nicht. Die Lampe kostet viel Geld, kostet irgendwie knapp 200 Euro. Amazon-Link packe ich euch mal unten rein. Was haben wir denn drin? Wir haben einen Quick-Start-Guide drin. Wir haben eine E-Reading-Lamp-User-Guide, haben wir auch noch mit drin. Wir haben hier das schwere Teil wahrscheinlich. Oh Gott, ist das schwer. Oh Gott, ist das schwer. Also, das ist, glaube ich, so ein Ding, so Guss irgendwas, Gussbeton oder wie macht man das heutzutage? Hat auf jeden Fall Poren drin. Und das Ding, ich würde jetzt mal schätzen, das Ding wiegt mindestens 5 Kilo. Und ein Hinweis für mich, nicht auf den Fuß fallen lassen, sonst könnt ihr das nämlich wehtun. Eine ganze Horde Adapter dabei. Wir packen mal gleich den richtigen drauf. Der ist ein bisschen dicker und der ist ein bisschen dünner. Bei dem steht Adapter KR und bei dem steht Adapter EU. Ich schätze mal, der EU könnte der richtige sein. Es ist ein schmaler Adapter, man kann ihn nicht drehen, also er muss so in die Steckdose rein. Und jetzt das Herzstück. So haben die das gemacht. Die Lampe. Haha, cool. Und die haben quasi jedes lange Kabel dran. Gott, das ist echt schön. Das ist echt ein hübsches Kabel. Die haben jedes lange Kabel dran, wo dann der Stromstecker reinkommt. Das ist wirklich langes Kabel. Das geht nämlich bis ganz oben. Das Kabel ist sehr, sehr schön. Das zieht sich hier komplett durch dieses Profil durch. Und es hat die gleiche Farbe wie die Lampe quasi. Also ich habe die Lampe in Blau gewählt, so zwecks Ehio. Und hier der Drehknopf, das runde Teil hier, das hat irgendwie Touch. Und es wackelt. Die Lampe selber, man sieht es auf den Fotos gar nicht, hat hier so ein geriffeltes Prismenteil drüber, das dann quasi das Licht verstreut. Das Ganze ein bisschen gebogen, damit es unten schön ausleuchtet. Ich montiere das mal auf diese unscheinbare, leichte Platte. So, die Lampe spiegelt ungefähr meine Freude wieder, die ich an ihr habe. Ich bin ja so ein Testmensch, der relativ lang die Sachen testet. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Monate verstreichen lassen. Ja, ich glaube, also dieses Auspackvideo, das ich gemacht habe mit Zusammenschrauben und so, das war, glaube ich, vor ungefähr 3 Monaten. Ich habe die Lampe jetzt 3 Monate quasi im Dauereinsatz. Also ich habe die wirklich, wirklich intensiv genutzt. Und ich muss ganz ehrlich jetzt einfach mal sagen, ja, die Lampe ist wirklich, wirklich der Hammer. Für mich als Videomensch, sie flimmert nicht. Sie hat definitiv eine sehr gute Gleichrichtung drin, sie flimmert nicht. Ich zeige euch mal hier schnell ein kleines Video, wo ich einen Widerstand abgebrannt habe. Am Ende vom Video zeige ich euch vielleicht noch mehr davon. Mal gucken, wie viel Gute ich davon habe. Also wer noch andere so coole Videos sehen will, einfach bis zum Ende dranbleiben. Die Lampe an sich ist mega cool. Mit diesem Touch-Teil hier oben kann man sie außen einschalten, Helligkeit einstellen, hier klicken, nochmal drehen, Farbtemperatur einstellen. Alles ganz, ganz toll und recht.
was mich total begeistert ist, sie macht halt einfach ein brutal großes Licht. Also durch diese geschwungene Form leuchtet die echt krass viel aus. Ich habe ja neulich die Fume Tractor Platinen von Hand bestückt. Ich löte generell viel am Lötplatz und da habe ich jetzt aktuell immer ausnahmslos diese Lampe über mir und lass mich davon beleuchten, weil sie wirklich gut funktioniert und echt ein schönes, homogenes, helles, angenehmes Licht macht. Ja, genug der Lobereien. Wir schrauben es auf. Also ich erzähle euch jetzt ein bisschen, was ich habe, während ich sie versuche aufzuschrauben. Ich habe ein paar Beiträge gelesen über die Lampe und da kam sie gar nicht mal so gut davon hinweg. Also ich glaube, bei Amazon habe ich irgendwelche Bewertungen oder so gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo ich die Bewertungen gesehen habe. Und zwar haben sich mal sehr viele Leute darüber beschwert, dass die Lampe kaputt geht. Und zwar war der Verdacht dieser Personen, dass es an diesem Touch-Teil da oben liegt. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was über CE-Kennzeichnung und so weiter. Und zwar haben die Leute sich da beschwert, dass die Lampe kaputt geht, wenn man, jetzt keine Ahnung, so klassisch, mit dem Wollpulli im Winter rumläuft. Können wir da irgendwie hin? Da ist ein Kugelkopf. Natürlich komme ich hin, es ist ein Kugelkopf. Wenn man mit dem Wollpulli im Winter rumläuft und dann noch seine Angora-Katze nimmt und die mit dem Wollpulli kuschelt, danach noch mit Filzpantoffeln über einen Perserteppich schleicht und, ich meine, jeder Mensch hat nichts anderes vor, wie nach genau diesen Tätigkeiten, jetzt wird es dann gleich kaputt sein, nach diesen Tätigkeiten das Licht einzuschalten. Ich meine, nachdem ich meinen Wollpulli mit der Angora-Katze gedrängt habe, ist meine erste Intention immer gleich das Licht einzuschalten. Und die haben halt meint, naja, die fassen da oben auf das Teil hin und da macht's Pitz. Gibt eine elektrostatische Entladung, kennt man ja. Und schon haben wir das Teil zerlegt. Elektrostatische Entladung, hier drauf. Anfassen, putz, kaputt. Jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was über elektrostatische Entladung. Es gibt ja diesen Test, wenn man eine CE-Abnahme macht, gibt es diesen Test, wo man entsprechend die Geräte nachweislich prüfen muss, dass man eben die bei einem ESD-Schaden nicht kaputt macht. Und zwar gibt es da verschiedene Kriterien und verschiedene Tests. Es gibt die Aktiventladung, es gibt die Passiventladung. Also bei der Aktiventladung nimmt man zum Beispiel diese Spitze her und fährt hier auf allen Teilen drauf, die irgendwie leitend sind oder nicht leitend sind, glaube ich sogar, nicht leitende Teile irgendwie so und entlädt da. Dann gibt es eine Entladung mit so einer Platte auf der Seite. Das habe ich euch in irgendeinem Video mal gezeigt. Das könnt ihr euch gerne mal rechts oben angucken, wenn ihr wollt. Und dann gibt es noch diese Passiventladung mit der Kugel, wo man quasi eine Kugel hat und die hat irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Volt. Keine Ahnung wie viel. Und dann fährt man mit der Kugel in die Nähe von leitenden Teilen und irgendwann macht es dann Pitz und dann springt der Funke übrig. Das sieht man in dem Video da oben verlinkt, im Übrigen richtig, richtig gut, wie der Funke überspringt. Das habe ich da ganz schön filmen können. Und jetzt gibt es verschiedene Kriterien. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Funke überspringt und das Gerät sagt, nichts interessiert mich nicht, weil das A-Kriterium, das wäre das, was man anstreben sollte, was das Beste dran wäre. Dann gibt es natürlich noch ein B-Kriterium. Das wäre zum Beispiel, ich fahre dahin, das Ding macht Putz und das Licht geht aus. Dann touche ich wieder drauf und das Licht geht wieder an. Das ist so ein Kriterium, B-Kriterium. Damit kann man leben. Da geht die Lampe ja nicht kaputt von. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Wollpulli daran reibe und das macht Putz und die Lampe geht aus, dann kann ich persönlich damit leben, dass ich sie halt wieder einschalten muss. Das Schlimmere sind C- und D-Kriterien. Das wäre der Fall, wo die Lampe kaputt geht. Und wenn man ein C- oder D-Kriterium hat, dann kriegt man, also dann darf man auch dieses CE-Zeichen nicht draufkleben, weil entsprechend halt das einfach nicht funktioniert. Und der Kunde will ja nichts kaufen, das dann kaputt ist, wenn er es anlangt. Deswegen darf man da kein CE-Zeichen draufkleben, so ein bisschen als Qualitätskriterium, ne? Dass man auch weiß, man hat irgendwas davon, wenn man ein Gerät kauft, wo CE draufklebt. Und da die ja wohl oder übel eine CE draufkleben müssen, ist dein Gerät, ist der vorgeschrieben, müssen die ein A- oder B-Kriterium einhalten. Und deswegen darf die Lampe beim elektrostatischen Schlag nicht kaputt gehen. Wir gucken uns jetzt da mal an, was da drin ist, was da so verbaut ist. Vielleicht haben sie ja schon ein, zwei Sachen geändert am Design, dass eben jetzt bei mir hier nicht mehr kaputt geht und das halt irgendwie ein Fehlerfall bei irgendeinem A-Modell, B-Modell oder so war. Dazu schauen wir uns die Platine aber mal genauer an. Ich merke jetzt gerade bei dem Video erstmals,
wie essentiell eigentlich diese Lampe geworden ist mittlerweile. Denn ich benutze die auch für die Videoarbeit, wenn ich jetzt hier irgendwelche Platinen zerlege. Die letzten Videos, die ihr alle gesehen habt, die sind alle mit der Lampe beleuchtet. Die mache ich quasi hier so schräg oberhalb von der Videokamera. Dann leuchtet die hier alles perfekt aus und ich muss die jetzt wieder schnell zusammenschrauben, dass ich die jetzt wieder habe. Deswegen erkläre ich euch jetzt mal ganz schnell, was drauf ist. Das wäre die Platine. Das war's schon. Fertig. So, wir bauen sie wieder zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir haben den Mikrocontroller drauf. Der ist hier. In unserem Fall einen CY8C4245. CY. Wissen wir gleich, was ist, ne? Das ist ein Cypress, ein Cortex M0. So ein ganz kleiner ARM-Prozessor von der Firma Cypress. Also kein 8051er, wie bei der Screenbar drauf war. Ich glaube, bei der Screenbar waren 8051er, ne? Hier haben sie mal was Richtiges verbaut. Aber sie haben auch was verbaut, das in der Screenbar drin war, und zwar diese Controller hier, MPS3398, das sind die PWM-Controller für die LEDs. Haben sie sich gedacht bei der Screenbar, boah, die Dinger sind super, die verbauen wir nochmal, und zwar gleich 1, 2, 3, 4 Mal. Ja, warum nicht? Die Helligkeitseinstellung macht er hier hinten. Hier hinten haben wir so einen ganz kleinen Fototransistor drauf, der quasi für die Helligkeit zuständig ist. Und wir haben, wie man sehen kann, ganz viele Kondensatoren drauf. Wir haben hier Kondensatoren, wir haben ein bisschen Spulen für die PWM-Controller und wir haben richtig schöne, dicke Kondensatoren. Und aus dem Grund ist das Licht einfach so toll. Wir haben hier noch was Interessantes. Also ich habe schmunzeln müssen, wo ich es gesehen habe. Wir haben den 7805 drauf. Ich meine, die PWM-Controller laufen ja mit 5 Volt. Die sind ja für USB geeignet, wie wir es ja bei der Screenbar gesehen haben. Also regeln Sie jetzt einfach mal die Spannung, die wir hier vorne reinkriegen. Krass auf 5 Volt runter, weil wir es können quasi. Ne? Sie entstören auch richtig viel. Sie haben hier eine stromkompensierte Drossel drauf. Sie haben eben viele Kondensatoren drauf. Sie haben hier 4 Ferritperlen. Das wird hier, denke ich mal, ankommen und geht dann erstmal über diese Ferritperlen. Und genauso hier bei dem Ausgang da hinten geht es erstmal über die Stroko drüber. Einfach damit diese Störungen, die diese PWM-Controller hier generieren, gar nicht erst auf das blaue, wirklich lange blaue Kabel kommen können. Weil sonst hat man natürlich ein Problem, weil wenn das blaue Kabel irgendwas abstrahlt, dann kommt man noch weniger durch die CE, als man eh schon möchte. Wo wir auch beim Thema sind. Hier ist der Anschluss für den kapazitiven Ring. Man sieht hier schön kariert dargestellt eine Sperrfläche. Das ist quasi, hier darf kein Bauteil rein, sonst kriegen wir Probleme. Jetzt sehe ich aber ganz definitiv ein Problem, wenn man jetzt hier drauf eine ESD-Entladung kriegt. 2kV, 3kV, 4kV. Man weiß nicht, wie sehr man die Angora-Katze am Wollpulli reibt, ne? Die Leiterbahn geht von hier nur hier rüber, geht hier auf einen 1K Widerstand, glaube ich, und hier auf einen 560 Ohm Widerstand oder 5K6, irgendwie so die Größenordnung. Und das sind 0603. Die Dinger, die können keine 2000 Volt ESD-Schlag ab. Also gehe ich mal ganz stark von aus, dass die Bauform von Widerständen mit dem Widerstandswert definitiv nicht ESD-tauglich ist. Also da hätte was Größeres reingemusst. Also wenn man so eine Lampe hat und BenQ sagt, nee, da ist nichts mit Garantie, weil, warum auch immer, würde ich mal einen dieser zwei Widerstände mir angucken, ob die eventuell kaputt sind. Der Chip, der das abkriegt, der hat ESD intern normalerweise Klemmdioden, die das abfangen. Aber hier, die zwei Widerstände, ich hätte einfach Angst, dass die einfach durchbrennen. Weil es ist doch ein bisschen Leistung, die in sehr kurzer Zeit da drin verbraten wird. Und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Widerstände überspringen. Was mir besonders gut gefällt, sind diese Federkontakte hier, die dann hier auf eine kleine Platine gehen. Diese kleine Platine ist gebogen und hat hier so eine Folie aufgeklebt und so weiter. Und diese LEDs streuen hier seitlich in diese, kann man es erkennen, die ist rau, das ist so eine raue Platte. Also die ist auf der Unterseite rau, auf der Oberseite ist sie leicht rau. Das ist so ähnlich wie die Beleuchtung vom Kindle. Bei dem leuchten ja auch die LEDs seitlich rein und dann kriegt man so ein passives Licht. Und hier haben sie es ganz genauso gelöst. Ich dachte eigentlich, hier sind LEDs drin, nichts da. Die haben hier unten LEDs drin, wie man erkennen kann, verschiedene farbige, verschiedene Farbtemperaturen. Und die strahlen seitlich in dieses Kunststoff rein. Die Unterseite ist matt, die reflektiert es und deswegen macht die so ein wundervoll schönes, homogenes Licht, die Lampe. Jetzt wissen wir auch, wie sie das hinkriegen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein paar Slow-Mo-Videos genießen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!